Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie bzw. euch ganz herzlich zu meinem Erklärvideo. Ja, und damit steigen wir auch gleich in das Thema ein. In diesem Video möchte ich euch erklären, wie das Spiegelbild entsteht oder anders gesagt, warum ich das Spiegelbild dort sehe, wo ich es sehe. Damit das klappt, müssen zwei Kenntnisse vorhanden sein, nämlich zum einen muss ich wissen, wo das Spiegelbild eigentlich zu sehen ist. Ich sage es kurz, es ist hinter dem Spiegel, und zwar genauso weit, wie der Gegenstand vor dem Spiegel ist. Und das Zweite, was ich wissen muss, ist, wie verhalten sich eigentlich Lichtstrahlen, wenn sie auf Spiegelflächen treffen? Das Reflexionsgesetz mit Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel sollte bekannt sein. Die Lichtstrahlen sehen wir zwar hier nicht, trotzdem sind die für das Verhalten des Spiegelbildes verantwortlich. Okay, wir konstruieren mal ein bisschen. Ich habe hier zum Beispiel eine Kerze oder ein Teelicht, das kennen wir aus dem anderen Experiment, und ich stelle das Ganze vor einen Spiegel. Wo ist jetzt das Spiegelbild? Dazu muss ich eine Linie zeichnen, senkrecht zur Spiegelfläche von der Kerze aus. Das nennt man übrigens das Lot. Und dann die Strecke nochmal um den gleichen Wert verlängern. Und dann weiß ich, das Spiegelbild der Kerze ist hinter der Spiegelfläche, und zwar genauso weit, wie die Kerze davor ist. Als nächstes brauche ich einen Beobachter. Von dem Beobachter reicht mir jetzt erstmal nur das Auge. Das ist ja für das Sehen das Wesentliche. Und deswegen malen wir den bloß durch ein kleines Auge. Gut, und der Beobachter sieht jetzt das Spiegelbild, und zwar da, wo es ist, auch wenn er in Wirklichkeit keine Kerze ist, aber er sieht es. Und wie sieht man etwas? Grundlagen des Sehens ist, man sieht etwas, wenn Licht von dem Objekt ins Auge kommt. Das heißt also, wir nehmen einfach mal an, vom Spiegelbild der Kerze geht ins Auge ein Lichtstrahl. In Wirklichkeit kommt der aber gar nicht von dem Spiegelbild der Kerze, in Wirklichkeit kommt der von der Kerze selber. Das heißt, die Kerze sendet das Licht aus, das Licht wird an der Spiegelfläche reflektiert und trifft ins Auge. Und dabei wird tatsächlich auch, wenn ihr das mal so zeichnet, das Reflexionsgesetz eingehalten. Das heißt also hier, Einfallswinkel Alpha und Reflexionswinkel Beta sind gleich groß. Was das Auge hingegen nicht wahrnimmt, ist, dass der Lichtweg einen Knick hat. Das Auge nimmt das Objekt so wahr, als wäre das Licht auf geradem Weg ins Auge gekommen. Das heißt, ich verlängere nochmal die Linie, die ich gerade weggemacht habe, aber nur gestrichelt, und dort sehen wir dann das Objekt. Man spricht deswegen auch von dem realen Lichtweg, das ist der mit dem Knick. Und von dem scheinbaren Lichtweg, das ist der, wo es scheinbar hinter dem Spiegel weitergeht und von dort das Licht ins Auge fällt. Das Faszinierende ist, dass das Spiegelbild der Kerze von allen Richtungen aus an der gleichen Stelle ist, nämlich hinter dem Spiegel. Ich packe mal noch einen zweiten Beobachter dazu, der kommt hier. Und in Wirklichkeit passiert Folgendes: Das Licht kommt von der Kerze, trifft auf die Spiegelfläche im Reflexionsgesetz und geht von dort ins Auge. Das Auge nimmt den Knick im Lichtweg nicht wahr, sondern hat den Eindruck, als würde das Licht von einem Objekt kommen, das dort ist, wo das Spiegelbild an der Kerze ist. Ich habe die Konstruktion jetzt hier auch nochmal in einem anderen Programm namens GeoGebra aufgebaut. Das hier soll meine Kerze sein, da hinten das Spiegelbild der Kerze. Der Spiegel ist hier durch diese Linie angedeutet und das Auge ist hier. Die Lichtwege habe ich auch eingezeichnet, auch nicht bezeichnet. Also hier geht jetzt das Licht von der Kerze auf die Spiegelfläche ins Auge und hier ist der scheinbare Lichtweg. Ja, und egal wohin ich jetzt das Auge bewege, das ist nämlich der Vorteil von diesem Programm. Ich kann jetzt mein Auge überall hin bewegen, egal was ist, das Reflexionsgesetz wird immer eingehalten und das Auge sieht das Spiegelbild immer an der gleichen Stelle. Das gilt übrigens auch, wenn ich das Teelicht selber bewege. Das sollte erstmal reichen. Ja, und damit darf ich mich dann auch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.